So, ich möchte gerne einen kurzen Überblick geben über die Veranstaltung Theoretische Informatik an der Fachhochschule Osnabrück, was wir in diesem Semester im Rahmen der Veranstaltung machen und einige Bemerkungen zum Lehrkonzept verlieren. So, die typische Hochschullehrveranstaltung oder Vorlesung ist ja wie folgt: Alles schläft, nur einer spricht. Das nennt man Hochschulunterricht. Ja, das heißt, ich stehe als Dozent vorne an der Tafel, in den hinteren Reihen sitzen die Studierenden, hören mir fleißig zu, irgendwann schlafen sie ein, ich mache vorne schön weiter. Das machen wir natürlich in diesem Semester nicht so, sonst würde ich ja diesen Film hier nicht drehen. Die Idee ist, dass wir im Rahmen der Veranstaltung eigentlich weg wollen, von der doch sehr stark dozentenorientierten Sichtweise der Lehre. Das heißt, ich gebe vor, was im Rahmen der Lehrveranstaltung behandelt wird und trage alles vorne an der Tafel vor oder mit Hilfe von PowerPoint. Ja, die Studierenden eher als ja, stille graue Masse, als passive Wissensempfänger. Nein, ich möchte es im Rahmen dieser Veranstaltung ein wenig anders machen. Ich möchte mehr eine studierendenorientierte Sicht einnehmen und sehr viel in Kleingruppen arbeiten. Das heißt, die Studierenden tun sich auch im Rahmen der Lehrveranstaltung zu Kleingruppen zusammen und arbeiten an spezifischen Problemstellungen, die ich im Rahmen der theoretischen Informatik halt formuliere. Die Lehrenden oder die Lernenden sehr viel stärker aktiviere, als das beim klassischen Vorlesungsformat der Fall ist, und sie auch zum selbstständigen und unabhängigen Lernen bringen möchte. Wie werde ich das versuchen? Nun, ich werde das Lehrkonzept des Flipped Classroom oder Inverted Classroom bemühen. Das heißt, aus Sicht der Hochschule, also von Sicht der Lehrveranstaltungsplanung, ist die Veranstaltung genauso eingeplant wie jede andere Veranstaltung. Auch, es handelt sich bei der theoretischen Informatik um eine vierstündige Lehrveranstaltung. Das heißt, wir haben zwei Vorlesungstermine oder zwei Veranstaltungstermine je Woche. Nur die Nutzung dieser Termine wird eine ganz andere sein, als das bei der klassischen Vorlesung der Fall sein wird. Ich werde überhaupt keine Vorlesung machen im Rahmen dieser Lehrveranstaltung. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Arbeitsbelastung. Die Lehrveranstaltung Theoretische Informatik ist ein Modul mit 5 ECTS. Das entspricht bei uns 150 Stunden Arbeitsbelastung über das Semester verteilt. Bei einer vierstündigen Vorlesung pro Woche kommen wir damit auf 60 Stunden. Dann haben wir noch eine zweistündige Klausur am Ende oder eine zweistündige Prüfung. Ja, das heißt, es verbleiben 88 Stunden für die selbstständige Arbeit, die sozusagen unabhängig, ohne den Lehrenden dabei zu haben, absolviert werden. So, wie sieht das Lehrkonzept aus? Was bedeutet das Flipped Classroom, Inverted Classroom? Flipped Classroom meint, dass die Studierenden sich selbstständig vorbereiten, selbstständig oder im Team vorbereiten auf die einzelnen Veranstaltungstermine. Das heißt, jede Woche werde ich Themen formulieren, die selbstständig zu bearbeiten sind. Ich werde Material zur Hand geben, auch mit dessen Hilfe das erfolgen kann. Es kann aber auch mit anderer Literatur erfolgen. Während der Präsenzphasen, das heißt während der 4 Stunden gemeinsame Lehrveranstaltung während der Woche, werden wir die Zeit nutzen, um Fragen zu klären, offen gebliebene Fragen zu klären seitens der Studierenden. Ich werde auch stichprobenartig kleine Quizzes einbauen. Und aber der Schwerpunkt liegt darauf, dass das erworbene Wissen angewandt wird. Das heißt, es wird jede Woche Übungsaufgaben, Problemstellungen geben, die dann von den Studierenden selbstständig bzw. im Team bearbeitet werden sollen. Ich bin der festen Überzeugung, und das ist eine Erfahrung, die wir jetzt nun schon seit Jahren gemacht haben, dass wir damit eine sehr viel stärkere Vertiefung des Materials und Verfestigung des Materials erreichen können, als das bei der klassischen Vorlesung der Fall ist. Ich als Lehrender ändere meine Rolle komplett. Ich bin nicht mehr der Vortragende, der alleinige Wissende, sondern ich bin eher ein Begleiter
für die Studierenden auf ihrem Lernprozess oder während ihres Lernprozesses. Ich selbst verstehe mich eigentlich als Coach für die Studierenden bei der individuellen Ausgestaltung ihrer Lernprozesse. Wie sieht ein Veranstaltungstermin aus? In diesem Semester haben wir zwei Veranstaltungen je Woche. Typischerweise fange ich mit einer Aufwärmübung an. Das kann eine Klickeraufgabe sein. Das heißt, ich stelle kurze Multiple-Choice-Aufgaben, die dann mit einem Klickersystem beantwortet werden. Oder wir machen ganz kurze intensive Gruppenarbeiten, wo ich die Studierenden bitte, ganz kurz über eine Fragestellung nachzudenken und das dann öffentlich zu präsentieren. Dann werden wir ein bisschen Zeit damit verbringen, Fragen zum eigentlichen Lehrstoff, den ich ja sozusagen im Vorfeld aufgegeben habe, zu klären, wenn Studierende bei einem Punkt noch Fragen haben, nachfragen möchten, können wir das hier diskutieren. Und der Schwerpunkt der Arbeit ist aber, dass die Studierenden in Gruppen typischerweise von drei bis vier Personen zusammenarbeiten an einzelnen Fragestellungen aus der theoretischen Informatik. So, welche Materialien stelle ich zur Verfügung? Nun, einmal haben wir ein relativ umfangreiches Skript. Da gehen wir direkt mal drauf. In dem Skript, das ist eigentlich das sozusagen Leitmedium, was zumindest von den Studierenden verwendet werden kann, haben wir mehrere Kapitel zu den typischen Fragestellungen der theoretischen Informatik. Es gibt aber einige Besonderheiten im Skript. Ja, an verschiedenen Stellen im Skript findet man so kleine Randnotizen in Form von QR-Codes. In der ausgedruckten Fassung kann man diese QR-Codes einscannen. In der elektronischen Fassung kann man diese direkt aktivieren. Und was dann passiert? Es geht dann genau passend zu dieser Stelle, hier in diesem Beispiel Automaten mit Epsilon-Kanten, das sind Epsilon nicht deterministische Automaten, geht halt ein entsprechendes Video auf, wo dann genau der Sachverhalt, der hier im Skript erläutert wird, geht hier ein entsprechendes Video auf und der Studierende oder die Studierenden können sich dann dieses Thema auch nochmal audiovisuell aneignen. Ja, was machen wir in der theoretischen Informatik? Wenn man sich die Informatik oder die Informatik wird häufig als ein Vier-Säulen-Modell dargestellt und auch das wollen wir uns hier einmal anschauen. Es gibt eine Säule der technischen Informatik, wo man Veranstaltungen findet, beispielsweise zum Hardware-Entwurf, zur Computerperipherie, Rechnerarchitektur bis hin zu Schaltwerken und Schaltnetzen. Dann haben wir auf der rechten Seite die Säule der angewandten Informatik, wo es beispielsweise um Themen geht wie Assistenzsysteme, Signalverarbeitung, Bioinformatik, Multimedia oder Medieninformatik, über Computergrafik bis hin zur Simulation. Dann der große wichtige Bereich der praktischen Informatik, wo es um Fragestellungen des Softwareentwurfs geht, um Kommunikation, Kommunikationsnetze, Betriebssysteme, Compilerbau und natürlich die Fragen der Programmierung, Softwareentwicklung, aber auch der praktische Aspekt des Algorithmenentwurfs als Algorithm Engineering bezeichnet oder der Aufbau von Datenstrukturen. Ja, und im Rahmen der Säule der theoretischen Informatik werden Fragestellungen behandelt, einmal zum Themenkomplex, Komplexität von Algorithmen, Berechenbarkeit, was ist überhaupt entscheidbar, was ist überhaupt berechenbar mit Hilfe eines Computers. Das ist so der eine große Bereich. Dann ein zweiter großer Bereich, der Bereich der formalen Sprachen und Automatentheorie. Beispielsweise, wie ist überhaupt eine Sprache oder was sind die Regeln zum Erzeugen einer Sprache, beispielsweise einer Programmiersprache, sodass ich sie dann auch automatisiert analysieren kann. Ja, das ist sozusagen die Grundlage des Compilerbaus. Auch der Bereich der Algorithmen, die Untersuchung der Komplexität von Algorithmen ist ein wichtiger Baustein in der theoretischen Informatik und natürlich der Bereich der Logik und Deduktion. Im Kontext dieser Veranstaltung werden wir das aber alles nicht schaffen, sondern wir werden uns da auf die Bereiche der formalen Sprachen und Automaten konzentrieren und dann auf den Themenbereich Komplexität, Entscheidbarkeit und Berechenbarkeit. Wie werden wir vorgehen? Nun, die theoretische Informatik
ist auch wie die Mathematik eine Formalwissenschaft und wir werden diese Veranstaltung oder ich werde die Veranstaltung sehr, sehr formal aufbauen. Das heißt, wir werden uns mit Definitionen beschäftigen, mit Konzepten beschäftigen, die wir dann entsprechend definieren. Und dann werden wir Aussagen zu diesen Konzepten machen, also die Gültigkeit von Aussagen untersuchen. Wir werden Theoremen uns anschauen, was sind gültige Aussagen für bestimmte Themenbereiche und das auch beweisen. Das ist mir besonders wichtig, dass wir hier sehr formal vorgehen, einfach um komplexe Sachverhalte kurz und prägnant auch formal beschreiben zu können. Auch das sollte man im Rahmen eines Informatikstudiums auf jeden Fall beherrschen oder behandeln und dann auch beherrschen, weil beispielsweise bei der Beschreibung einer formalen Spezifikation oder die Beschreibung einer Schnittstelle, es hat sich häufig in der Vergangenheit gezeigt, dass es hier wirklich darauf ankommt, etwas ganz korrekt und ganz exakt zu beschreiben. Und in dieser Veranstaltung werden wir das üben, dass wir wirklich formal exakt Dinge notieren und aufschreiben. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass wir uns hier mit beispielsweise Grammatiken beschäftigen und der Frage, wenn ich eine Grammatik habe, welche Sprache lässt sich mit dieser Grammatik erzeugen? Wir werden uns mit Automaten beschäftigen. Ja, das ist beispielsweise ein endlicher Automat. Und dann wird man auch sehen, dass die theoretische Informatik nicht nur aus Theorie besteht, sondern dass sie auch durchaus ganz schön praktisch ist. Nämlich, wenn es darum geht, zu einer Sprache einen bestimmten Automaten zu konstruieren oder sich zu überlegen, wenn ich einen Automaten habe, welche Sprache wird denn von diesem Automaten akzeptiert? Ja, das ist häufig eine Tüftelei, Knobelei, die durchaus auch Spaß machen kann, und nicht nur graue Theorie ist. Wir werden uns mit, ja, was ich eben schon sagte, mit Sätzen auseinandersetzen, das heißt Aussagen zu bestimmten Sachverhalten und dann werden wir uns auch Gedanken dazu machen, wie wir diese Sätze denn auch beweisen können. Ja, es ist häufig sehr, sehr schwierig, einen solchen Satz zu beweisen, ja, aber auch das wollen wir lernen, indem wir uns halt eine Reihe von Beweisen angucken, eine Reihe von unterschiedlichen Beweistechniken angucken, um so auch eine Vielfalt in dem formalen Nachweis von Aussagen uns aneignen zu können. Und hier noch ein Beispiel, auch wieder, ja, dieses Mal kein Automat, sondern das Beispiel einer Turing-Maschine. Die Turing-Maschine wird uns intensiv beschäftigen, da sie ein universelles Berechnungsmodell darstellt, mit deren Hilfe wir überhaupt den Begriff der Berechenbarkeit formalisieren wollen. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Modelle für den Begriff der Berechenbarkeit, aber ein Ergebnis der Veranstaltung wird sein, dass es nichts Mächtigeres gibt als die Turing-Maschine. Das ist die Churchsche These, die das behauptet, sodass es Sinn macht, sich mit diesem Modell zu beschäftigen. Ein ganz einfaches Modell, was aber wahnsinnig mächtig ist, und wir werden sehen, das ist eines der Hauptergebnisse dieser Veranstaltung, dass alles, was ich überhaupt als berechenbar mir vorstellen kann, ja, dass ich das im Prinzip schon mit einer Turing-Maschine erreichen kann. Ja, und wir werden das wieder auch mit Hilfe von Sprachen machen. Ja, beispielsweise diese Turing-Maschine ist in der Lage, die folgende Sprache der Zweierpotenzen zu erkennen. Auch das wieder ein Bereich, in dem ich ja viel knobeln kann, viel tüfteln kann und wo man durchaus auch, ja, wenn man also das Spaß hat an Rätseln, ja, an Problemen lösen, ja, dann ist das durchaus eine Veranstaltung, bei der man nicht nur graue Theorie hat, sondern auch wirklich Spaß haben kann. Ja, was haben Sie vom Besuch dieser Veranstaltung? Eigentlich das, was ich gerade alles schon gesagt habe. Wir werden uns nochmal intensiv mit einem gewissen Formalismus beschäftigen. Wir werden auch die Grenzen der Informatik kennenlernen. Wir werden kennenlernen, dass es durchaus ganz einfach formulierte Probleme gibt, die wir nicht mit Hilfe eines Computers lösen können. Mit keinem heutigen Computer. Und auch mit keinem Computer, den wir in absehbarer Zeit bauen werden. Das Problem lässt sich einfach nicht lösen. Ja. Und das finde ich ein wichtiges Ergebnis der Veranstaltung, dass man also etwas lernt über die Grenzen der eigenen Wissenschaft, die man ja studiert. Ja, und was wir hier machen, das sind die absoluten Grundlagen der Informatik.
Manchmal ist ein direkter Anwendungsbezug nicht zu erkennen, ja, aber in vielen Bereichen wirken Ergebnisse der theoretischen Informatik hinein. Ja, und was ich gerade schon sagte, es soll durchaus auch ein bisschen Spaß machen. Ja, und zumindest, wenn man auch gerne ein bisschen tüftelt und knobelt, so ist einmal diese Veranstaltung durchaus gut geeignet, aber auch das Veranstaltungskonzept, weil wir uns im Rahmen der einzelnen Veranstaltungstermine jede Woche mit neuen Fragestellungen und Problemen auseinandersetzen, die wir dann gemeinsam in der Gruppe bearbeiten und anschließend auch besprechen werden.